Herzlich willkommen in Wetter. Ja, Wetter. Wetter, wie das Wetter geschrieben, hier im Ruhrgebiet. Ihr seht hier die Burg Vorstedt. Und es ist ein ganz crazy Name, muss ich gestehen. Weil, ja, Wetter halt. Ihr seht auf jeden Fall einen Park. Das hier ist das Rathaus in der Stadt Wetter. Für die, die es nicht wissen, es ist Ennepe-Ruhr-Kreis und hat so 27.000 Einwohner. Vorne, ja, schöner historismischer Bau. Die Burg Wetter, eines der Highlights. Hier früher stand eine der, ja, schon eine der prägendsten Fabriken, ja, des Nordrhein-Westfalens. Denn hier wurden früher Sachen für die Bahnproduktion hergestellt von einem berühmten Großunternehmer namens Friedrich Harcourt. Ja, Harcourt, man nennt auch Wetter die Harcourt-Stadt. Harcourt ist ein Großindustrieller und ja, hier ist der Harcourt-Turm, der Harcourt-See, der Harcourt-Berg. Ja, und das hier ist das ehemalige Gelände der Burg Wetter. Ich muss sagen, die Stadt ist wirklich anders als die anderen Städte im Ruhrgebiet. Sie ist mehr idyllisch. Der Harcourt-See, pure Idylle. Gönnt euch diesen Blick. Hier von der Burg oben in der Stadt. Ein Blick auf, das ist hier halt Ruhrwasser gespeist, der Harcourtsee. Ja, das ist das Ruhrgebiet, das ist der Kreis Ennepetal. Ich muss sagen, eine grandiose Stadt mit einem wunderbaren Panorama. Bis jetzt gibt es hier wirklich nichts auszusetzen. Es ist komplett anders als die Städte, die man im, ja, schon so im zentralen Ruhrgebiet kennt. Bochum oder auch im nördlichen so Recklinghausen. Wobei die natürlich auch grandiose Sachen haben, aber das ist schon ziemlich nice. Hier kann man segeln, hier kann man Spaß haben, das ist wirklich schon ein Paradies. So, jetzt seht ihr mal das. Das ist purer Fachwerk. Das Fünfgiebeleck hier in Wetter ist wirklich grandiose Architektur und erinnert ans Bergische Land. Man mag es kaum glauben, aber ja, auch das hier, das ist das Ruhrgebiet. Wo sind hier jetzt die großen Fabriken? Wo sind die Stahlkessel? Klar, hier war früher Industrie. Hier ist natürlich immer noch ein wenig Industrie. Aber das Ruhrgebiet hat viel mehr zu bieten. Und das wird gerade hier deutlich im Fünfgiebeleck. So, hier am Bahnhof. Auch in ein sehr schöner repräsentativer Bau. Was ich eben noch vergessen habe zu sagen. Beim Fünfgiebeleck war übrigens ein Haus, in dem hat Freiherr von und zum Stein gelebt, der Staatsmann. Nur noch so zur Info. Jetzt gucke ich mal hier hinter dieser Fassade, das Bahnhofsgebäude, pittoresk des Todes. Und da, oh, Shopping, ja, Shoppingmöglichkeiten auch noch. Ich würde sagen, das war's aus Wetter, wir sehen uns.